Recht herzlich willkommen zur 181. Folge vom Korbel Space Programm. Ja, wir haben den Kurs gesetzt, warten gleich, bis wir beim Manöver sind, das in 40 Sekunden soweit ist und dann müssen wir brennen. Und ausgerichtet sind wir schon relativ gut. Und das ist unser Ding da, ne? Gut, okay. Dann schauen wir mal, dass wir, glaube ich, auf den Minmus wieder schnell gehen. Und der ist aber momentan noch da. An sich zentrieren, weil dann sehen wir nachher da, wo wir da genau hin müssen und wie wir da den Zahn aufdrehen müssen. Aber ich glaube, wir können schon mal loslegen. Dann sind wir nämlich zu spät dran, ne? So. Ja. Sieht so ein bisschen komisch hier aus, als ob das nicht ganz passen würde, aber ich glaube, es ist doch gut, ne? Ah, ich glaube, es ist schon okay. Okay, mal ein bisschen hier gerade raus. Hier ist unser Werk, wo wir lang brennen müssen. Ja, 500. Und dann gucken, dass wir das hinkriegen. Optimal ist was anderes, ne? Da unten. Ja, 431 noch. Irgendwie muss ich da gleich mal was tun, ne? Aber wird schon werden, also so ist das ja nicht. Also zum Schluss geht's wohl relativ zügig hier rüber, ne? Kann das sein? Müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich hier vorbei sind. So, 140, 130, 100 und da kommen wir jetzt ganz schnell raus. 40, 30, 20. Oh, wieso hat er nicht angehalten? Das war jetzt nicht so nett, ne? Jetzt kannst du nur eine Kehrtwende machen. Ich habe die X-Taste wahrscheinlich gedrückt und musste die Y umgekehrt, ne? Okay, das heißt, wir müssen einmal korrigieren. Ich weiß nicht, ob das Korrigieren das Richtige dann ist. Doch, das ist das Richtige. Wir sehen es gerade. Okay. Jetzt müssen wir das nochmal genau einfangen hier. Und aufpassen. So. Jetzt müssen wir noch ein Manöver anders gestalten. Also ich glaube, wir müssen noch ein bisschen von weg. Okay, das ist schon okay. Und jetzt müsste man wissen, wo man hin muss, ne? Dafür werden wir wohl besser einen neuen Dingens setzen müssen, ne? Gehen wir mal hier hin. Das können wir jetzt hier löschen. Setzen wir gerade hier ein neues Manöver. Achso, da gehen wir besser wieder dahin. An sich zentrieren, genau. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den. Er hat sogar geklappt, das ist schon mal gut. Und korrigieren das jetzt hier mal gerade so ein bisschen. Das ist ja dann minimal, was wir dort machen müssen. Oh, das war zu viel.
Okay. Ne, ich glaube, wir müssen ein bisschen so noch. Okay. Jetzt hat er mir dann Dingens wieder zugemacht, der. So. Ja, zu weit weg, wenn ich. Näher geht leider nicht. So schlecht sieht es schon gar nicht aus. Ich denke, das wäre jetzt top. Naja, top ist auch was anderes, aber wir kreuzen hier schon fast die Bahn. Müssen wir nochmal ausrichten und kurz das bisschen brennen. Gucken wir mal, dass wir es hinkriegen. Okay. So. Und jetzt machen wir gerade ein bisschen. Aber irgendwie wollte er jetzt nicht so, aber ja, es liegt daran, dass ich natürlich nicht gewartet habe, bis unser Punkt da ist, ne? Ist klar. Okay, das bedeutet nochmal korrigieren. Okay, das war jetzt verkehrt. Das auch. Der Punkt liegt ja jetzt noch vor uns, ne? So, nochmal rein. Okay, das ist jetzt schon zu viel. Das wahrscheinlich auch, oder? Okay, ein bisschen niedriger. Ah. Jetzt ist er weg. Noch besser, ne? Aber wir können auch bis hier sozusagen kommen, ne? Ja, was machen wir da jetzt? Nochmal Manöver setzen. Nochmal den Modus. Und sich zentrieren, rumdrehen. Manöver wieder auswählen, haben wir. Und das Ganze nochmal, bis es klappt, ne? Das ist nicht schlecht. Das war zu viel. Ich glaube, wir müssen ein bisschen raus. Und dann höher. So ist es schon optimal. Nochmal ausrichten. So. In 28 Sekunden ist das dann soweit. Da müssen wir einmal kurz Schub geben, ne? Und dann war es das schon. Das ist aber minimal nur. Dann haben wir diese Korrektur da. Okay. Sieht doch ganz gut aus, oder? Okay, und das war zu viel. 180 Grad Drehung. Gut. Jetzt war das irgendwie falsch. Gut, okay. Auch ein neues, ne? Wir machen jetzt nochmal einen Orbit.
Also ein Vorbeiflug und dann aber so, dass wir das auch ruhig weiter entfernt haben. Kein Problem. So. Nochmal auswählen. Ein bisschen weiter weg. So ist es. Das ist minimal. Kleines bisschen ausrichten. Passt. Kurz Schub geben und dann, ja, hat es nicht funktioniert. Nö. Einfach Retro ausrichten, kann das sein. Dann einmal kurz Gas geben. Zu viel. Zu viel. Dann wieder so rum. Und dann einmal Gas geben. Zu viel. Kriegen wir auch noch hin, ne? Gut. So lassen wir es jetzt. Okay, und dann können wir bis hierhin vorspulen. Auto vorspulen soweit nicht möglich, alles klar. Dann machen wir mal so. So, wir können mal gerade das Manöver hier entfernen. So, das ist ja schon alles ganz gut. Dann müssten wir hier noch Manöver wieder hinzufügen, das dann einfach abbremst, dann fängt er uns ein. Und dann geht das schon erstmal. So ist das schon gar nicht mal so schlecht, denke ich. Müssen nur einen Tacken weiter nach vorne. Dahin. Ja. Ich glaube, das ist schon so okay dann. Zum nächsten Manöver vorspulen. Machen wir mal. Oh, das dauert richtig viele Tage. Da müssen wir gleich gucken, was bei Luna los ist. So. Ausgerichtet sind wir schon fast. Schnell hier umschalten. Und dann warum macht er das jetzt so schwierig da? Hm? Ja. Das war die falsche Taste. Kleines bisschen noch da, ja. So, jetzt haben wir es, glaub. Jetzt müssen wir auch schnell brennen. Wenn wir das mal hinkriegen, aber das sieht alles ganz gut aus eigentlich, ne? So, jetzt können wir nochmal kurz anpacken, den wegmachen, Manöver hinzufügen, dann nochmal ausrichten. Damit wir das noch schnell hinkriegen. So, dann einmal Schub geben. Korrigieren wir das gerade noch.
Und gut ist. Ich denke, wir sind schon ziemlich auf seiner Umlaufbahn jetzt. Na, nicht ganz, ne? Aber wahrscheinlich jetzt. Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Als Ziel setzen. Passt. Und das. Okay, das ist jetzt nicht. So, wir sind jetzt soweit schon mal klar, dass wir in der Nähe hier sind mit einem Orbit, der ja auch schon ganz gut aussieht. Wir müssten jetzt mal Retro brennen noch ein bisschen, damit er auch kleiner wird. Das sollten wir aber auch noch gerade hinkriegen. Ich glaube sogar hier wäre ganz gut. Und dann müssen wir schauen, dass wir das ein bisschen in die Nähe kriegen. Um ihn hier einzuholen oder sowas, ne? Gut. Okay. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir nur gucken. Na, wir können auch da erstmal noch näher gehen. So, da haben wir zwei Punkte, die irgendwo uns was sagen wollen, ne? Schnittpunkte. Ja. Aber die sind jetzt erstmal so weit auseinander, dass wir da nochmal klar schauen müssen, wie wir das besser hinkriegen. Aber ich sag mal, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.